Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute montieren wir gemeinsam den Vergaser der Honda XRV 750, also der beliebten Honda Africa Twin. Und zwar im Speziellen geht es heute um das Modell RD03. Ja, Freunde, und wir haben da heute etwas Glück, denn wir haben bereits ein Montagevideo von einem baugleichen Vergaser, nämlich von dem der Honda NTV 650. Der unterscheidet sich nur in zwei Kleinigkeiten und die zeige ich euch eben, dass ihr euch da nicht wundert im Video. Die NTV hat die Entlüftung an dieser Stelle hier. Dort steckt so ein kleines Winkelstück drin und das wird festgehalten über ein kleines Metallformteil, welches unter dieser Schraube mit verschraubt ist. Das habt ihr hier also nicht, also überhaupt gar kein Problem für euch in diesem Fall. Und dann eine Sache, die ihr bitte unbedingt beachten müsst. Die XRV, also die Africa Twin, hat im Schwimmerkammerdeckel dieses Überlaufröhrchen hier. Das seht ihr im Video bei der NTV nicht. Und da gibt es zu beachten, ich zeige euch das mal mit dem Schraubendreher, wenn ihr den Deckel hier auffädelt, dann müsst ihr sozusagen das Röhrchen an dieser Stelle hier drunter fädeln. Ja, hier muss das drunter, dann kann der Deckel drauf. Der Rest ist im Grunde identisch. Das heißt also, ihr seht jetzt das Video von der Montage des NTV 650 Vergasers. Natürlich haben wir für euren XRV Vergaser in der Videobeschreibung die notwendigen Teile verlinkt. Also, los geht's. Und zwar mache ich das wie immer, zeige ich euch das anhand einer Seite. Die andere Seite ist baugleich. Das könnt ihr dann anschließend gerne alleine tun. Jetzt zeige ich euch erstmal, was wir dazu benötigen. Eine kleine Taschenlampe macht sich immer gut. Wir benötigen einen 7 mm Gabelringschlüssel, kann auch eine kleine Nuss sein. Wir benötigen einen 10 mm Steckschlüssel, ich habe ja einen T-Schlüssel in diesem Fall. Einen Schraubendreher in der Größe PH2, Schlitzschraubendreher in unterschiedlichen Größen und ein kleines Stückchen mit einem dünnen Benzinstauch. Ja, dann können wir auch schon loslegen. Ich habe hier einen Reparatursatz und habe von diesem Satz die Schwimmerkammerdichtung hier schon eingesetzt in den Deckel. Und des Weiteren habe ich hier extra nochmal für euch, dass ihr das sehen könnt, die Ablassschraube herausgedreht. Auf der Ablassschraube sitzt nämlich auch ein Nullring, den findet ihr im Reparatursatz. Reparatursatz verlinke ich euch in der Videoinformation. Hier muss also auch ein neuer Nullring drauf. Und dann lasst uns erstmal loslegen. Als erstes könnt ihr, ich zeige euch das jetzt nicht, ihr wisst, wie ich das meine, mit dem Schlauch eine Seite im Mund und die andere Seite hier bündig aufgesetzt, hier, hier und hier prüfen, ob diese Kanäle durchlässig sind, also ob die Reinigung erfolgreich war. Bitte hier einmal überall durchpusten und genau hinhorchen, kommt denn dort die Luft durch. Das gleiche macht ihr hier an dieser Stelle und dann wisst ihr schon mal, okay, Reinigung hat funktioniert, zumindest was diese Kanäle betrifft. Ich würde jetzt hier anfangen mit dem Schwimmernadelventil. Das ist dieses hier. Ein neuer Dichtring ist hier mit dabei. Das wird hier eingesetzt. Jetzt brauche ich hier meinen 10er Schlüssel. Das ist geschraubt. Da haben wir das drin. Und weiter geht es mit den Düsen. Das hier ist der Düsenstock von der Hauptdüse. Ich nehme hier vorher noch ein bisschen Silikonspray und sprühe das ein. Das kommt, der Düsenstock kommt hier hinein. Dazu brauchen wir den 7 mm Schlüssel. Denkt daran beim Festmachen bitte, nicht mit zu viel Kraft, ja, das ist ja nur ein kleines Gewinde. Ach so, Leute, ich habe tatsächlich eine Sache vergessen zu sagen. Wenn ihr mit dem Schlauch den Durchgang prüft, hier an diesem Stutzen zieht der Choke den Kraftstoff. Also hier bitte auch einmal durchpusten und schauen, ob das Durchgang hat. Weiter geht's mit der Hauptdüse. Die sitzt hier im Düsenstock drin. Wird eingeschraubt. Und als nächstes die Leerlaufdüse, das ist diese, die sitzt hier drunter an der Stelle. Sieht man das? Fantastisch.
So, dann sind wir auch schon so weit, dass der Stimmer wieder rein kann. Wir haben natürlich im Reparatursatz ein neues Schwimmernadelventil. Ja, das Zuflussteil haben wir ja eben schon eingeschraubt. Hier ist das Schwimmernadelventil. Und zwar hängt das, ich lege es nochmal kurz beiseite, an dieser kleinen Metalllasche am Schwimmer dran. Da müsst ihr das also drauffädeln. Das mache ich jetzt mal. So. Und dann brauchen wir die kleine Steckachse. Das ist diese, so kleiner Bolzen, der den Schwimmer festhält. Jetzt kippe ich mir den Vergaser so, dass ich das hier einfädeln kann, ohne dass es nach hinten runterrutscht. So, schön vorsichtig. Und dann muss der kleine Bolzen hier durchgesteckt werden. Der wird am Ende dann vom Schwimmerkammerdeckel festgehalten, dass er nicht rausrutschen kann. Der ist also nicht weiter befestigt. Weiter geht es mit dem Deckel der Schwimmerkammer. Den hatte ich ja schon vorbereitet. Die Ablassschraube mit dem neuen Nullring habe ich schon hereingeschraubt. Der Deckel kommt jetzt so hier drauf. Der passt ja nur in einer Richtung. So. Achte darauf, dass die Dichtung ordentlich in der Nut sitzt. Und dann kommen die vier Schrauben wieder herein. Ich habe mir gemerkt, dass diese kleine Lasche hier unten sein muss. Die hält dann später einen Schlauch fest. Damit fange ich also an. Und dann kommen an dieser und dieser Stelle die anderen Schrauben herein. Als nächsten Schritt montieren wir die Gemischschraube und zwar kommt die hier hinein an dieser Stelle. Ich habe euch das hier unten mal nochmal hingelegt. Die Schraube. Auf die Schraube, so wie ich sie hingelegt habe, kommt eine Feder. Auf die Feder eine Scheibe. Und ganz vorn an kommt ein Nullring. Ihr sagt vielleicht O-Ring, bei uns sagt man Nullring. Ist genau das Gleiche. Und das wird in dieser Reihenfolge aufeinander gefädelt. Das mache ich jetzt mal eben. Ich montiere das immer so, dass das hier, dass der O-Ring direkt hier schon drauf sitzt und sich nicht mehr bewegt, dass der also nicht nach vorne abfallen kann. Lege ich kurz beiseite. An die Stelle, wo es hineinkommt, mache ich ein klein wenig Silikonspray rein. Und jetzt halte ich das waagerecht, dass das also nicht auseinanderfallen kann. Ja, ich zeige es nochmal hier. Hier. So. Das geht manchmal ein bisschen schwer, wenn hier ein neuer Nullring drauf sitzt. Der alte war natürlich platt gedrückt. Der ging hier auch ziemlich schwer raus. So. Das Silikonspray habe ich euch auch verlinkt. Den Reparatursatz, wie gesagt, auch. Die Grundeinstellung der Gemischschraube schreibe ich euch ebenso mit in die Videoinformation hinein. Das mache ich jetzt nicht. Ihr müsst die also ganz hineinschrauben und dann je nach Baujahr schreibe ich einfach mit in die Videoinformation, wie gesagt, eine gewisse Anzahl von Umdrehungen wieder heraus. Müsst ihr also mitzählen, das ist ziemlich easy. Und als nächsten Schritt montiere ich jetzt gleich auch wieder mit ein klein wenig Silikonspray das sogenannte Aircut-Ventil. Ja, hier ist dieser kleine Stift dran, der kommt dort hinein. So. Die Membran schaut ihr euch bitte genau vorher an. Falls die kaputt ist, bitte einmal neu bestellen. Hier drauf, ich muss das jetzt so ein bisschen hinstellen, kommt die Feder. Und darauf kommt der Deckel. Und zwar so, ja, ihr seht es, hier kommt selbstverständlich noch der neue Ring hinein, der neue Gummiring. Das ist dieser vorgeformte ovale. Und der Deckel passt nur in einer Richtung hier drauf. Und jetzt müsst ihr sozusagen den Deckel gerade aufsetzen auf die Feder und den festhalten. Und jetzt kommen die beiden Schrauben hier hinein. Eine auf dieser Seite und die andere
Ihr habt noch so ein kleines Formteil, zeige ich euch gleich. Ich schraube diese hier erstmal rein. So, jetzt drehe ich das mal um, dass ihr das hier ordentlich sehen könnt. Hier ist so eine kleine Nase, ja, diese. Und auf dieser Nase sitzt hier ein vorgeformtes Teil. Und das hält diesen Kunststoffstutzen hiermit fest. So, in dieser Art wird das zusammenmontiert. Nein, Entschuldigung. So, das soll hier natürlich festhalten. So. So rum. Seht ihr, ja, das überlappt also hier auf diesem Kunststoffrand. Und wenn das so aussieht, dann ist das richtig. Hier wird auch diese Schraube angezogen. Und wenn wir das hier fertig haben, geht es gleich oben mit dem Unterdruckdeckel weiter. So, Freunde, es geht weiter mit der oberen Seite. Hier haben wir den Schieber mit der Membran. Die Membran muss ganz sauber in dieser Nut sitzen. Und wenn ihr hier genau hinschaut, hat die Membran hier so eine kleine Öse. Dort, ja. Das zeige ich nochmal hier hoch. Und die muss hier drüber sitzen. Es gibt also nur eine richtige Position. Sollte die Membran, das kann mal passieren, wenn Vergaser lange steht und trocken ist, nicht genau in die Nut passen und eher zu klein sein, verlinke ich euch jetzt oben ein Video, was ihr in diesem Fall machen könnt. Gut, als erstes muss jetzt unsere Teillastnadel hier wieder montiert werden. Da ist mittig ein Loch drin, ja, sind vier Stück. Und in die Mitte kommt die Nadel. Die lasse ich hier jetzt so ein bisschen mit spitzen Fingern reinplumpsen. Zack, ja, guckt hier unten raus, genau an der Stelle. Und jetzt muss die Verriegelung wieder drauf. Das war dieses Kunststoffteil mit der kleinen Feder. Das kommt jetzt hier hinein. Natürlich, das sollte nicht in die richtige Richtung. Also die Feder muss nach unten zeigen. Und sie tut mir den Gefallen nicht. Jetzt. So, und jetzt brauchen wir den Kreuzschlitz. Jetzt wird es hier verriegelt mit einer kleinen Drehung. So schaut es dann aus. Genau, super. Und dann geht es hier weiter mit der Montage. Ich mache hier auch noch ein kleines bisschen Silikonspray dran, dass es für den ersten Moment richtig gleitet. Im Betrieb macht das natürlich die Feuchtigkeit von dem Kraftstoff. So, jetzt kommt der Schieber hier rein und hier unten muss der, ja, wir leuchten mal ein bisschen, muss die Nadel hier hineingleiten. Ja, also dort bitte gucken. Zack, so soll das aussehen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, was ich eben erwähnte. Es gibt also nur eine Position und jetzt seht ihr schon, das lässt sich hier ein bisschen schwierig montieren, aber hier gibt es einen Trick bei dieser Membran und diesem Vergaser. Und zwar schiebe ich das hier nach oben und klappe die Membran nach unten. So. Und jetzt fädle ich das hier ein. Ein kleines Stückchen drehen. So, dass es hier richtig passt. So lässt sich das in aller Regel leichter montieren. Gucke, dass es hier richtig dran sitzt in der Nut. Und halte hier unten mit einem Finger den Schieber nach oben. Na, jetzt muss ich ja hier die Feder ansetzen. Und der Deckel, achso, ja, das zeigt mal bitte. Der Deckel hat hier so eine kleine Markierung, so eine kleine Nut. Und das muss an diese Stelle, ja, das hier, das muss an diese Stelle, wo hier der kleine Ring drin ist, an der Membran. So, jetzt muss ich mir das mal ordentlich hinlegen. Super. So, und hier unten halte ich gegen, dass ich also den Schieber nicht nach unten drücke. Jetzt kann ich unten loslassen und jetzt gibt es diese vier Schrauben und die werden jetzt reingeschraubt. Da ist der Deckel auch schon drauf.
So Leute, damit sind wir mit der einen Seite durch. Ihr könnt jetzt bitte noch kontrollieren, ob sich der Schieber hier ordentlich bewegt. Ja, er muss auch von alleine wieder nach unten. So, zack, so soll das aussehen. Die andere Seite schafft er jetzt auch allein. Ich wünsche euch viel Glück beim Projekt. Freue mich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo von dir. Ja, wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Video.